Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Im heutigen Video geht es wieder um meine 10 Favorite Pieces der Woche. Los geht's. So Leute, wie im Intro schon gesagt, ich habe mich wieder mal jede Woche wieder auf neu auf die Suche gemacht und euch ein paar coole Pieces im Internet rausgesucht, in den Shops. Ich habe alles mögliche durchforstet. Ich habe wirklich coole Sachen gefunden, wie jedes Mal. Wie gesagt, ist es auf jeden Fall lohnenswert, sich die Links bzw. das Video anzuschauen, denn das ein oder andere Piece für jedermann ist auf jeden Fall am Start. Falls ihr was sucht, guckt auf jeden Fall. Die Links findet ihr wie immer unten in der Infobox und dementsprechend will ich gar nicht lange drumherum reden. Wir fangen einfach mal an mit Piece Nummer 1. So Leute, Piece Nummer 1 ist ein fließendes Hemd, was ich bei Mango gefunden habe. Und zwar ist das das Hemd hier und ich finde es genau, wie es hier gerade kombiniert ist, sehr, sehr nice. Diese Combo schwarz mit beige zusammen, man könnte das auch all black anziehen, sieht auch sehr nice aus. Aber ich mag dieses schwarz-beige sehr und das Hemd gibt es gerade, wie gesagt, bei Mango. Sieht dann, wenn man auf das Hemd draufklickt, ein bisschen anders gestylt aus. Ist nicht so ganz mein Fall, aber ich weiß, dass es ein sehr, sehr cooles Kurzhandhemd ist für den kommenden, ich sag mal, Frühling, Sommer etc. Gerade für die Abende, finde ich, ist es sehr, sehr nice und dementsprechend checkt das auf jeden Fall ab. Als Piece Nummer 1 für 40 Euro gibt es das gerade bei Mango. Machen wir weiter mit dem Piece Nummer 2 und Piece Nummer 2 ist eine, ja, locker geschnittene Jeanshose, die es für 70 Euro bei einem Shop gibt, den ich, ja, über Facebook oder ich glaube Instagram-Werbung vorgeschlagen bekommen habe. Und zwar ist es 85online.de, ist ein deutscher Shop, sind deutsche Klamotten und ich fand die Hose ganz, ich sag mal, zeitgemäß für eine bestimmte Zielrichtung, dieses Ganze mehr in diese Street Wear-Richtung, ein bisschen mehr mit Hoodies kombiniert etc. Finde ich das sehr cool und wie die Hose hier fittet auf dem Foto, gefällt mir extrem gut. Gibt nicht mehr viele Größen, beziehungsweise nur noch eine Größe verfügbar. Ich gehe aber davon aus, dass sie das wieder aufstocken werden und dementsprechend finde ich es sehr, sehr nice. Die, ich sag mal, eine sehr, sehr gängige Größe ist noch am Start. 31, 32 für 69 Euro. Finde ich es auch voll vertretbar und hat einen sehr coolen Fit. Nicht zu eng, nicht zu locker. Natürlich Geschmackssache unten mit den, ich sag mal, mit dem Bündchen bzw. mit dem Abschluss der Hose, dass es aufgetrennt ist und dann nochmal quasi so ein leichter Einschnitt ist, damit das so ein bisschen mehr über die Schuhe stackt. Aber wie gesagt, eine bestimmte Stilrichtung finde ich das gar nicht verkehrt. Dementsprechend checkt das auf jeden Fall ab als Piece Nummer 2. Machen wir weiter mit dem Piece Nummer 3 und Piece Nummer 3 ist mal wieder eine Collegejacke, die ich von Urban Classics gesehen habe und zwar die gibt es bei Zalando für 50 Euro, die gibt es in zwei Colorways, ich muss sagen, dieser blau-gelbe Colorway gefällt mir ein bisschen besser, der schwarz-weiße ist natürlich alltagstauglicher, aber der blau-gelbe ist auf jeden Fall was anderes, weil, ich sag mal, solche Collegejacken gibt es mittlerweile zu Genüge etc. und findet man immer wieder, deswegen finde ich diese Farbkombo extrem cool. Für 50 Euro auf jeden Fall sehr, sehr nice und dementsprechend die gibt es gerade bei Zalando. So, kommen wir zum nächsten Piece und das nächste Piece sind ein paar Sneaker, die ich bei H&M gesehen habe und die finde ich einfach sehr clean und sehr nice, sehr alltagstauglich. Die kann man verschiedensten Outfits kombinieren, ob es jetzt casual gehalten ist oder zu einem Anzug oder ich sag mal einfach zu einer Jeans etc. Wirklich Chinos, Jeans, sehr vielseitig einsetzbar und ich finde diese, ich sag mal, diese Retro-Vintage-Look bei Sneakern sehr, sehr nice. Das heißt, die, ich sag mal, die Sohle hier unten ist so ein bisschen vergilbt. Diese Farbkombo mit diesen Beige-Tönen, Cremetönen, Grautöne etc. finde ich sehr gut gewählt. Die gibt es gerade für 30 Euro bei H&M und ich fand sie eigentlich sehr cool. Dementsprechend checkt das auf jeden Fall ab. Auf jeden Fall ein sehr cooler, vielseitig einsetzbarer Schuh und sehr, sehr nice von H&M, finde ich persönlich. Kommen wir zum nächsten Piece und das nächste Piece ist eine Leinenhose und ich dachte gerade aktuell für die anstehende Sommer-Frühlingsgeschichte in diese Workwear-Richtung, finde ich, ist das eine sehr coole Geschichte. 40 Euro, die gibt es in zwei Colorways, einmal in diesem schwarzen Colorway und einmal in dem beigen. Mir gefällt natürlich deutlich besser dieser beige Colorway. Bei schwarz kann man natürlich auch sehr cool kombinieren, aber hier seht ihr zum Beispiel, da sind bei dem schwarzen auf jeden Fall auch diese Sneaker kombiniert worden. Sehr cool, sehr vielseitig einsetzbar und dementsprechend die gibt es gerade mit so einem leichten Loose Fit, gerade aktuell bei H&M. Kommen wir zum nächsten Piece und das nächste Piece gibt es auch in zwei Colorways. Also wie gesagt, alles in verschiedenen Colorways und da ist das Thema Workwear gerade ja, sehr, sehr up-to-date, sehr, sehr gehypt, sehr viele Leute suchen danach und ich finde das eine sehr coole Workwear-Jacket, die es gerade bei Urban Outfitters gibt und die ist so aus so Patchen zusammengesetzt worden. Finde ich, hat eine sehr coole, interessante ja, Optik. Ich könnte mir sowas auch gut vorstellen, einfach zu einem Hemd zu kombinieren. Also wirklich verschiedene
Stilrichtungen kann man damit fahren und gerade hier, wie das Ganze gestylt worden ist, ist auch nicht schlecht. Und dazu gibt es natürlich auch noch die passende Hose. Das ist auf jeden Fall persönlich nicht so mein Fall, aber die Jacke an sich finde ich sehr cool gemacht. Finde ich, ist eine sehr nice Idee und dementsprechend, die gibt es gerade für stolze 290 Euro bei Urban Outfitters. Wie gesagt, der Preis ist sehr, sehr immens, deswegen ist dementsprechend auch noch alles am Start. Aber wartet ab, die wird auf jeden Fall in den Sale kommen, jetzt gerade in den Frühling. Und dementsprechend, da könnt ihr auf jeden Fall ein sehr cooles Einzelpiece bekommen. Und zwar die zweite Farbvariante ist in so einem Khaki-Ton. Genauso nice, finde ich sehr, sehr nice. Aber natürlich, der Preis spricht natürlich Bände. Trotzdem wollte ich sie mit reinnehmen, weil das einfach ein Piece ist, was man nicht in jeder Ecke bekommt, was nicht so, ich sag mal, ja, man kann nicht einfach in den nächsten Store reingehen und sich so eine Workwear-Jacket besorgen. Aus diesen Patches, sehr nice gemacht, sehr cool umgesetzt. Natürlich, Preis finde ich persönlich zu teuer, aber wartet, wie gesagt, bei solchen Pieces immer auf den Sale. So Leute, dann ein Piece, beziehungsweise eins meiner Favorite Daily Essentials, und das ist einfach ein grauer, hellgrauer, grau-melierter Hoodie, und den gibt es gerade bei Zara. Finde ich sehr, sehr nice, kommt den ich trage hier von Essentials sehr, sehr nah. Hat einen coolen Fit, muss ich sagen, nicht zu lang geschnitten, nicht zu kurz geschnitten. Ich würde für mich persönlich die Bändel so rausnehmen, weil ich gerade aktuell nicht so auf diesen, ich mag dieses Bändel, wenn ihr hier so baumelt, nicht so sehr aktuell. Aber wie gesagt, das ist Geschmackssache. Die gibt es in verschiedenen Colorways. Ich glaube, in 9 verschiedenen Colorways. Und mir gefällt persönlich diese grau-melierte Variante auf jeden Fall am besten. Beige zum Beispiel gilt auch, klar. Aber dieses grau-meliert ist wirklich sehr, sehr cool. Und hat auf jeden Fall was. Auch wie die Kapuze getrennt ist. Dass die Kapuze quasi aus einem Stück gemacht ist. Und dann nur unten diese eine kleine feine Naht ist. Ist auf jeden Fall auch ein Detail, auf das man achten kann. Und dementsprechend, diesen Hoodie gibt es gerade bei Zara. Sehr, sehr cool. Also mir gefällt er auf jeden Fall sehr gut. So Leute, und dann kommen wir noch zu 3 Schuhvarianten, die ist quasi die Tage als Release rauskommen. Und zwar sind das Nike Dunk Lows. Und ich muss sagen, ich liebe Oikel sehr mit diesem Schuh, der hier gerade ist. Wie gesagt, es gibt verschiedene Releases, Apps, hier zum Beispiel Sneak Addicted, da sind die schon mal aufgelistet und die gibt es in sehr coolen Colorways. Dieser grüne Colorway, dann gibt es den in den beigen, beziehungsweise in so einem grauen Colorway und dann nochmal in so einem, ja, wie soll man sagen, mintgrün, beziehungsweise fast türkisen Colorway. Mir persönlich gefällt der grüne, der dunkelgrüne, dieses Khaki-Farben extrem gut. Ich hoffe wirklich, dass ich den Schuh mir ergattern kann. Da werden die Tage noch Infos rauskommen, wann er kommt. Aber ich denke mal, bis Ende des Monats kommt auch dieser Schuh raus. Und dementsprechend checkt das auf jeden Fall ab. Dieses Nike Dunk Lows in diesen 2 Colorways sind auf jeden Fall ganz oben auf meiner Liste und würde ich jedem empfehlen, der damit liebäugelt und sowas haben möchte, schon mal jetzt ein Auge drauf zu werfen und auf jeden Fall am Start zu bleiben. Wie gesagt, 3 Colorways kommen raus, gefällt mir extrem, extrem gut. So Leute, und das war's wieder mit meinem Favorite Piece der Woche. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wie gesagt, ist immer sehr schwer, neue Sachen rauszusuchen. Ich gebe mein Bestes, ich sitze hier stundenlang und suche euch coole Pieces raus. Teilweise von kleineren Shops, teilweise von größeren Shops. Ist nicht immer so einfach, aber dementsprechend, ich hoffe, euch hat das gefallen. Lasst auf jeden Fall an der Stelle gerne ein Abo da und ein Like. Und damit würdet ihr mich auf jeden Fall und den Kanal sehr supporten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Peace, Leute. Ciao.